So, wir sind unterwegs mit dem S35 in die Fjorde. Und ich habe gerade ein bisschen Schlucksen. Naja, was soll's. Auf geht's! So, mal gucken. Es ist immer echt nervig. Ich hatte jetzt gerade wieder ein Gefecht gehabt. Das war der absolute Hammer. Auch hier mit dem Kleinen hier und natürlich keine Aufnahme gestartet, gell. 7 Abschüsse. Schaden 2735, 30.000 Kredits gekriegt, 13, also 1.300 und irgendwas an Erfahrungspunkten gekriegt. Also hammerharte Sache, sage ich euch. Wir waren wirklich schon am Verlieren, gell? Aber nachdem der Scherer beim 7 Stück abgeknallt hat, haben wir natürlich gewonnen. Herrlich. Ja, komm, schiebe ein bisschen zu. Warte mal, ich will mein Mikrofon auch ein bisschen anders machen, das hängt mir genau vor der Schnauze. Wahrscheinlich mit seiner Su-85B ein bisschen schneller zu sein, wie ich denn noch schiebt mich ganz schön hier. Ja, doch sagt sich, das ist von Vorteil, mal jemanden zu schieben. Mache ich meinen mit einem schnellen und einem schweren Panzer auch, schiebe die anderen mal einen Berg hoch. Weil... Immerhin garantieren die auch mit das Überleben. Gell? Das bringt mir überhaupt nichts, wenn ich einen Berg oben bin, da abgeschossen und der Große, der den anderen hätte erschießen können, dann also hätte helfen können, steht noch unterhalb vom Berg. Guter Kumpel, danke dir. So, wollen wir sehen, was wir hier reisen können. Hier schwaltern sich wieder rum. Ich habe schon wieder gerade einen grünen Totenkopf gesehen. Das ist nicht gut. So, was haben wir hier? Wie wird die so hier vor der Flinte? Ach, verdammt. Ausgerechnet, dann war er fort, wo ich ihn erschießen wollte, den Hund. Ah. Oh, shit. Das geht vor die Hose. Bleib stehen. Feiger Hund. Oh. Das hat überhaupt nicht geschossen. Da ging nicht durch. Das war wieder so eine AT1, AT2 Kacke hier. Ach, die scheiß Matilda, die ich die hasse. Matildas. Ach, die Mist hier. Das ist einer von den Panzern, die ich wirklich wie die Pest hasse, die Matildas. Da hinten ist noch die AT2. Kriegst du fast nicht tot, die Scheißdinger, gell, die AT2. So, da geht... Wir haben sie nicht mal angekratzt. Das ist zum Kotzen. Ja, aber kein Schaden angerichtet. Oh, sieht er nicht. Da sieht nicht. Ich muss zurückgehen. Bis er sich wieder ein bisschen bewegt. Du kannst die nur am Turm oben erwischen. Wenn es am Turm erwischt, sehe ich gerade, sind sie fort. Okay. Aber... Bevor es dort erwischt, bist du meistens selbst schon fort. Da komm doch mal raus mit deinem Dings, mit deinem Chaka. Und schön weggenommen, das ist 85B hier. So, was haben wir hier? Schneller Tank. Ja, komm doch mal raus. Komm doch mal raus. Ah, verstecken sie sich alle da hinten. Da hat sich stehen gekrallt. Er darf ganz schön gut drauf hier. Für Orange, muss ich sagen. Also, da ist er ganz schön heftig. Ich rutsche ein bisschen vor, mein Freund. Wir hatten da schon. Die Su-85B, ich sehe es gar nicht. Noch zwei. So. Ich muss aufpassen, ich habe bloß noch 195 Struktur, gell? Das war er noch.
Ach hier, das war er da. Muss ich zurück bitte? Ich will noch 107 Struktur. Du von links, rechts, ich von links. Na egal, wir gewinnen, gell? Tschaka, weg war er. Ach, da will ich ihn hier flüchten. Tschak, tschak, 3-3. Das Jagdpanzerteam hat zugeschlagen. Herrlich. Wunderbar. Schöner Fight. Ach so, ja, ich war gerade, ich habe meine 15 Siege gerade, deswegen 261.000. Normalerweise wären es 11 gewesen. So, 535 Punkte, Erfahrungspunkte, sehr gut. Was haben wir an Schaden angerichtet? Ach, die haben hier wieder alles umgemodelt, hier, okay. Was haben wir hier an Schaden? Das sind bloß Förderplatz, ein bisschen doof. Ja, jetzt ist es nicht viel. 642. Aber eigentlich für die Fjorde noch im erträglichen Rahmen. Okay. So, erhalten 290. Ja, da kam diese 250.000 jetzt dazu, die es für die 15 Siege am Tag gegeben hat. So, ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Okay, gehe ich gleich mal in den nächsten Fight rein. So Leute, wir sind unterwegs an der Klippe. Gegen 8er Panzer. Das wird kein gutes Ende für meinen V39 nehmen. Schätze ich mal. Denn die sind dann doch ein bisschen zu kräftig für mich. Die machen mich mit 2 Schuss nacksch. Aber natürlich versuchen wir unser Klicke. Und geben unser Bestes. Auch wenn das in dem Fall vermutlich das Leben sein wird, was wir da geben. Vielleicht wird uns dahin raffen. Das Blöde ist, dass der ja erstens mal so einen Kack-Schwenkbereich hat. Der ist wirklich zu gering. Und dass er auch eine geringere Sichtweite hat, wie der S35TA. Also ich würde eher noch mit dem S35 gegen 8er Dreh antreten, als hier mit dem. Wobei der die gleiche Kanone hat. Okay. Allerdings ein Clip bisschen schneller lädt. Man, nein, halt, da hinten ist ein Boom umgefallen. Vielleicht haben wir ja was getroffen. Manchmal hat er gar nicht Klicke. 10-22 war auch zum Laden. Da Dings. Die haben sie nicht mal angekratzt. Ja klar, ein Jagdpanzer. Hm, toll. Auf dem Arsch kann man natürlich wehtun, das ist klar. Auf dem Arsch kann man natürlich wehtun, ja, zu langsam. Ach, da will den Scout wieder erledigen. So, 287, 1-1 steht es zurzeit. Und da streitet sich mit dem, oh Scheiße, jetzt hat er erwischt, so eine Kacke. So ein Mist hat er den, was war das? A20. Hat er erwischt. Ach du Kacke hier. Hitpoints left. Der Elk, der braucht bloß noch, der hat bloß noch 3. Der Panther, der Jagdpanther hat noch 287. Also wenn man vor die Flinte kriegen, könnte man sogar blätten. Als wir an der richtigen Stelle erwischen, so von der Seite oder so. Ich sag mal, kommt mir das jetzt gerade bloß vor, da hocken. Ey, bin ich hier alleine? Da E25 noch. Das kann ja heiter werden. Die steigen alle da oben rum. Und ich krieg natürlich nicht einen da oben vor der Flinte, gell? Ach, jetzt kommt hier auch noch ein IS-3. Na toll. Weil wir ja auch irgendeine Chance gegen den IS-3 haben. Ich mach mich hier mal ein bisschen zurück. Ja, ja, IS-3. Komm noch her. Ich geh weg hier. Ja. Toll. Schon hat er mich erwischt. Schon hat er mich erwischt, da hinten. IS-3. So, kann ich bloß hoffen. Ich kann den bloß jetzt ein bisschen rüber locken.
das in der E25 von der Seite her ein bisschen, aber da hat ja auch nicht allzu viele. Mami, Hilfe! Ja, die machen mich jetzt sowas von nackt hier. Ich hau ab. Ich hau ab hier. So. Der E25, ja, da hat zwar eine verhältnismäßig kleine Kanone, aber eigentlich, ach scheiße, Mann, komm hier. Aber eigentlich schnell, ich kann schnell schießen und auch elende Schaden damit anrichten, gell? Oh, jetzt kommt er, der Besen. Und? Krieg schon von der Seite. Ach, Kacke. Wirkungstreffer. Jetzt macht er mich alle. So lange lebe ich vermutlich nicht mehr. Komm, 2, 1, 1, 1, 1, 1, los! 84. Huh. War nur der Jagdpanther hier irgendwo, gell? Ah. Was haben wir? 1200 haben wir an Schaden angerichtet. Oh, jetzt verdrechen sie die Jagdpanther von hinten. Gut, ja, das gewinnen wir, das gewinnen wir. Ich glaub's nicht, wir haben gewonnen. 1200 Schaden angerichtet. Herrlich. Aber auch nur weil der IS-2 zur Seite gefahren ist. Der hat sich auf den E25 konzentriert und da konnte ich ihn von der Seite hin verbrettern. Hätte er einen Turm umgedreht, wäre ich fort gewesen. Aber hier Richtschütze, 1200 Punkte, also das ist ja doppelt, also normal auch 600 zumindest, hätten wir nochmal 617. Ui, ich bin da ehrlich gesagt, auch wenn es jetzt so wenig aussieht für euch, ganz zufrieden damit. Denn ich hätte nicht gedacht, dass ich das Gefecht überhaupt überlebe. Okay, lange Rede, kurzer Sinn, gehen wir ins nächste Gefecht hier. So Leute, wir sind mit der V39 auf dem Flugplatz und es geht gegen andere Sechser. Mal schauen, was dabei rauskommt. Ich überlege die ganze Zeit, kaufe ich mir noch hier, dem fehlt ja glaube ich noch ein bisschen was hier in dem V39, Kette oder so, ein Funkgerät. Ich bin mir aber noch nicht ganz sicher, ob sich das lohnt, da jetzt die Punkte auszugeben oder ob ich lieber die 58.000 oder was auch haben will für den AMX, was war das, V46 oder irgend sowas hier. Ob sich das eher lohnt. So, da haben wir einen kleinen T14, der Hallo sagen will. Komm rum. Ja, schön hast du das gemacht. Wenn du noch ein bisschen stehen bleiben würdest, wäre ich dir dankbar. Nee, tut uns nicht den Gefallen. Da löscht noch einen von uns aus hier. Der Kollege. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Kacke. Sieht er mich? Ja, sieht mich nicht. Wenn er stehen bleibt, war es ja nicht schlecht. Komm, dass ich ihn wegmachen kann. So, weggemacht. Da haben wir da oben KV-1. Sieht der mich? Ich weiß es nicht. Ich schalte einfach mal hin. Mal gucken, was passiert. Munition haben wir ja nie genug. Da unten gehen noch ein paar Scouten. Aber komm, deck dir mal ein bisschen auf. Ich stehe hier nichts, Leute. Da müsst auch schon die Leute ein bisschen aufdecken. Das kann man so nicht beschießen. Ja, da ist er wieder. Nee, ich krieg ihn nicht. Da kann nur nicht so weit vorfahren, wie es aussieht. Ach, jetzt wollen sie nur von hinten belästigen, oder was? Doch von oben. Ja, nichts dagegen. Und der Falk hat... Ah, da ist er wieder. Diesmal gibt es eine mit, mein Freund.
Da gibt es unten noch eine von denen. Wo kommt der her? Ach, der Helikopter, das Kätzchen hat sich mit hergestellt. Oh, was ist da oben los? Da wird doch einer hochkommen gerade. Ach, Mann. Ja gut, bleib stehen. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, dass ich da noch mal ausbrennen kann. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Das hab ich geahnt. Diese Mistdinger hier, diese ATs, ich hasse diese ATs. Gut, haben sie einen Natsch gemacht, das ist gut. So, was ist hier unten mit den Brüdern? Oh, da kommt, da will noch ein Berg hochkommen hier. Ein S. Hier geht das aber nicht, mein Freund, hier. Da wird unseren Leuten hinten im Rücken fallen. Der Misthund. Ja, die Katze sieht ihn. Oh, was ist da hinten los? Ne, das ist okay. Okay, Katze hat einen Nacksch gemacht. Das Katzel hat einen Nacksch gemacht. Wie sieht es denn aus? 9-3. Sieht doch gut aus, das gewinnen wir doch. Wenn sie jetzt nicht noch irgendwelche totale Kacke bauen, gewinnen wir das doch. Na komm, dreh dich doch mal, du Dremel. Dass ich stehe. Was ist das hier? Weil ich nicht gehen kann. 1300 haben wir an Punkten momentan. Das sieht gut aus. Ach, der ist zu schnell. Gut, Katze machen kalt. Katze hat einen platt gemacht. Also haben wir 1600. Wunderbar. Schadenspunkte, also ich zähle ja bloß oben die Schadenspunkte. Die, wie gesagt, die Abschüsse sind zwar ganz niedlich, aber komm, wir könnten eigentlich vorrücken. Aber jetzt nicht das, was wirklich Geld und Punkte bringt. Da ist der Weg schon auch verhältnismäßig zügig unterwegs, der V39, muss ich sagen. Natürlich nicht so schnell wie die Katze. Dieses Höllenkätzchen. Guck mal, der Höllenkatze, die hat noch zwei Abschüsse hat sie gemacht. Nachdem sie hier unten die Fresse voll gekriegt hat. Okay, von da oben können sie nachher noch zwei Abschüsse machen. Also mit 1600 Punkten, Schadenspunkten, dürfte man eigentlich ganz gut in der Teamliste dastehen. Also in der Schlüsselliste. So, was haben wir hier hinten noch? Ein Jagdpanzer? Oben auf dem Berg oder was? Na komm, fahren wir wieder schneller durch hier durch das Wasser. Das bremst wie Sau das Wasser, gell? Oh, da macht hier noch, da schlägt er noch ganz schön um sich mit seinem Jagdpanzer, wie es aussieht. Ja, da kommen wir nicht mehr hin. Den krallen sie sich vorher. Aber, ach, hier ist auch noch einer. Warte, Kat, was bist denn du für einer? Ach, Churchill. Ich dachte, das war die Katze. Ach, hör doch mal auf, diese scheiß Fahne einzunehmen, wenn bis noch zwei da sind. Da stehen wir noch ein bisschen im Weg rum, das haben wir gerade gerne. Ach, da hat ja bis noch, da hat ja bis noch 160. Nee, nee. Die schießen sie in den Arsch, du Blödmann. Ist dir das noch nicht aufgefallen? So ein Trottel. Hätte ich auch mal kurz klitzen können, der Trottel. Huch, daneben geschossen, ich glaub's aber nicht. Daneben geschossen, na gut, was soll's. Wo ist denn der letzte? Ach, der Jackson ist da hinten. Daneben geschossen. Wieder zu schnell gewesen. Bitte beiseite gehen, ich will ja durchfahren. Ja. 1000, was war es? 1600? Bin ich jetzt auf, ja, hier 763, gell? Also richtig abgesahen. 222 Credits. So, gucken wir mal in der Teamauswertung. Platz 2. Wenn ich den noch getroffen hätte, diesen blöden Dings hier, wäre es noch besser gewesen. Also den Jagdpanzer. So, 1639, ja, die ist richtig Stück gelangt, gell?
So, 4 entdeckt, 1 zerstört. Aber es zählt halt, man sieht es eben immer wieder, das Schadenpotenzial zählt halt, gell? 19.000 übrig geblieben. Und das jetzt ohne Premium oder so, gell? Wenn man jetzt Premium noch hätte, wären 30.000 Credits übrig geblieben. Also wenn man richtig Credits farmen will, da muss man schon mal ein Premium kaufen. Gell? So. Gut, Leute. War ein schönes Gefecht. Ach so, halt, wie sah es denn hier vorne eigentlich aus? Ja, gut, wunderbar. Gut, Leute. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wenn ja, dann gebt einen Daumen rauf. Und ansonsten sage ich erstmal an der Stelle hier Tschüss weg, euer Sheradan.